Und in Senfenberg mal wieder, es gibt eine Straßeneröffnung, ich glaube, es ist auch ein wichtiges Projekt für die Stadt. Welche Straße ist das ja und wie wichtig war es tatsächlich? Ja, es ist die August-Bebel-Straße und eine kleine Reiersbach-Straße, noch ein kleines Stück, was fehlte. Eine Verbindungsstraße von der Innenstadt, kann man fast sagen, Richtung Klinikum auch, mit vielen Anliegern. Ja, und die ist jetzt fertig geworden. Mehrere Bauabschnitte hat es gegeben und ich bin ganz besonders den Anliegern dankbar, dass sie natürlich die Baumaßnahmen ertragen haben. Aber ich glaube, alle sind jetzt stolz, dass hier eine schöne Straße entstanden ist. Fragen wir mal die Klassiker ab, was ist jetzt hier neu gemacht worden? Ja, wie lange hat das gedauert? Ja, und vor allem, wie teuer war es? Ja, es waren knapp 2,5 Jahre durch unterschiedliche Bauabschnitte bedingt. Und es ist komplett alles neu gemacht worden. Von der gesamten unterirdischen Wirtschaft, von Wasser, Abwasser, Gas, Elektro und alles natürlich, was mit dem Straßenkörper zu tun hat, Niederschlagswasser. Alles wurde neu gemacht, zum Teil auch neue Hausanschlüsse. Und also ist an sich eine ganz, ganz neue Straße. Gesamtkosten 1,3 Millionen Euro. Ein Großteil über 600.000 aus einem Förderprogramm und rund 400.000 Erstattung des Landes Brandenburg durch die weggefallenen Straßenausbaubeiträge. Wie lange hat es gedauert insgesamt? Rund 2,5 Jahre. Wenn wir in Senfenberg sind und gerade Bauprojekte ansprechen, was steht denn zurzeit noch alles auf dem Plan? Ich glaube, Sommerferienzeit ist auch vor allem Schulsanierung, Kitasanierung meist immer so. Wir haben eine Fülle von kleineren Maßnahmen in Schulen und Kitas. Die kann ich ja gar nicht alle aufzählen, nur eine größere. Kita Seesternchen sind die Baumaßnahmen gestartet. Dort wird es eine Erweiterung geben, eine Platzkapazitätserweiterung. Und es wird natürlich dann auch malermäßig alles instand gesetzt. Da reden wir schon fast von 1 Million, die wir an diesem Standort investieren. Und ansonsten gehen natürlich die Planungen weiter im Bereich des Schulneubaus, den wir machen, den Anbau. Das ist sozusagen die Planungsphase läuft. Es läuft weiter die Planungsphase für das Erlebnisbad. Das wird ja die ganze Technik neu gemacht, ein bisschen angebaut. Auch das ist ein Millionenprojekt, rund 7 Millionen, die Schule rund 11 bis 12 Millionen Euro, also ganz große Projekte. Aber es laufen natürlich auch die kleineren, in Anführungszeichen kleineren. Wir haben die Baumaßnahmen im Straßenbau, Schulstraße, Wehrstraße. Da geht es auch gut vorwärts, liegt auch alles gut im Zeitplan. Und da denke ich, freuen sich auch die Anlieger, wenn wir da in Kürze den nächsten Bauabschnitt freigeben. Es ist die Stadt mit dem großen See und dem Stadthafen. Fragen wir mal, wie geht es dem See? Ist der Tourismus jetzt, ich sage mal, nach dieser Corona-Zeit auch noch relativ gut angelaufen? Also im Moment ist er sehr gut angelaufen. Wir haben sehr viele Gäste, auch aus den alten Bundesländern. Radtourismus ist natürlich gefragt und wir merken den Trend, dass die Menschen nicht ins Ausland ins Urlaub fahren, sondern hier in Deutschland bleiben. Bei uns ist eine gute Buchungszahl auch, ein bisschen schon in den Herbst hinein. Und man sieht es auch in der Stadt, viele, viele Radfahrer unterwegs. Und ich hoffe, dass ein Teil zumindest des Wegbruchs aus den ersten Monaten in diesem Jahr vielleicht im Herbst ein bisschen aufgefangen werden kann. Es war eine ganz, ganz harte Zeit für die Gastronomen, Hotellerie und Einzelhandel. Da hoffe ich, dass es vielleicht doch wieder ein bisschen aufgefangen wird. Und ich freue mich aber vor allen Dingen, dass wir so viele Gäste auch aus Deutschland hier bei uns haben. Und ich habe jetzt gehört, vor kurzem konnte auch dann der Wasserpark jetzt tatsächlich wieder öffnen. Ja, das freut mich ganz besonders. Der Wasserpark ist ja wieder eröffnet und ist natürlich ein Highlight, ist ein Hingucker, aber vor allen Dingen auch überregional bekannt. Die Leute kommen von Berlin bis hierher, um hier am Strand in Großkoschen ja, Spaß mit den Kindern zu haben. Ich glaube, auch der Papa oder die Mama finden das, glaube ich, besser als die Kinder.